Kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Für viele Fans im Stadion war das erste Saisonspiel etwas ganz Besonderes. Nicht nur, weil es der Beginn einer neuen Spielzeit war oder der Gegner Rot-Weiß Erfurt hieß, sondern weil Tradition Einzug hielt. Bevor es aber zu diesem feierlichen Moment kurz vor Spielanfang kam, arbeiteten über Wochen zahlreiche Anhänger der Kogge an diesem Kunstwerk. Am Anfang stand die Vorbereitung. Rund ein Jahr plante die Fanszene Rostock zusammen mit der Künstlergruppe Art Unique, entwickelte Ideen und Skizzen. Diese Entwürfe bildeten die Grundlage, um an Hansa und an die DKB, welche die Fläche großzügig zur Verfügung gestellt hat, heranzutreten. Aus den dann folgenden Gesprächen kristallisierte sich Stück für Stück der abschließende Entwurf zur Umsetzung heraus. Und diese Umsetzung hatte es in sich. So musste die Fläche unter anderem komplett gereinigt und geweißt werden. Die Fanszene von Hansa ist ja groß und bunt und sind verschiedene Handwerker dabei, zum Beispiel eine Reinigungsfirma, schlau gereinigt. Die haben vorher erstmal die ganze Fläche vom ganz groben Dreck befreit. Dann war ein Malermeister hier mit bei, der hat uns dann gezeigt, wie wir mit ein paar Leuten zusammen dann die Wand weiß streichen können und wie das dann auch professionell ist, gute Farbe genommen und wie wir das richtig machen. Und ja, wir als Art Unique machen das eben auch wie alle anderen kostenlos für Hansa, dass es uns eine Ehre ist, für Hansa was zu machen und sich kreativ und sinnvoll einzubringen. Kreativ eingebracht wurde sich täglich von 8 Uhr morgens bis oftmals 22 Uhr abends. Und das über mehr als 2 Wochen lang. Über 1500 Dosen wurden dabei verbraucht, bis schließlich das Werk vollendet war. Ja, man lobt sich ja nicht selber, aber wenn man so einen digitalen Entwurf macht, so am Computer, dann hat man eine gewisse Vorstellung davon. Wir machen das jetzt auch schon 16 Jahre als Beruf. Es ist aber doch immer wieder, wenn man dann anfängt und wenn man dann dabei ist, schon eine krasse Sache, wenn sich so ein Bild entwickelt und aufbaut und so. Also da freut man sich jedes Mal. Ja, ich glaube, wir sind zufrieden. Rund 120 Meter lang und etwas über 3 Meter hoch ist es, das neu geschaffene Kunstwerk. Sichtbar hält damit Tradition Einzug in unserem Wohnzimmer.